herzlich willkommen zum Türchen 15 der Alzheimer-Präventions-Adventskalender-Aktion. Jetzt habe ich das Wort noch länger gekriegt, super. Ich bin heute wieder begeistert über meinen Gast und über das Thema, was wir gemeinsam haben. Das Thema ist nämlich Atmen. Denn Atem ist Leben. Atemübungen, Atemhalten, all das verbessert auch die Hirnfunktion und deshalb bin ich begeistert und freue mich, dass Tatjana Nadin hier ist. Sie ist Expertin für bewusstes Angst- und Stressmanagement und sie hilft Menschen dabei, nächtliche, morgendliche Ängste und Unruhezustände loszuwerden. Und Atemarbeit ist dafür ein wunderbares Mittel und aber eben auch eine wunderbare Art der eine wunderbare Art der Alzheimer-Prävention. Tatjana Nadine, schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, hallo, ich grüße dich ganz herzlich, liebe Barbara. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich bei dir sein darf und ich finde es genial, dass ich jetzt über diesen Weg etwas über die Atmung erzählen darf, weil ich liebe die Atmung. Das ist einfach mein Steckenpferd. Da ist so viel mit möglich und das finde ich genial. Ja, das ist so geil, weil eigentlich atmen wir ja alle. Und so viele Menschen atmen so schrecklich falsch oder flach oder, also, ne, ist doch Total faszinierend. unbewusst, eben, richtig, Ja. ja, und oftmals leider auch falsch. Ja. Also wir machen das jetzt heute mal. Wir rücken die Atmung heute jetzt einfach mal ins Bewusstsein. Und ich frage das manchmal meine Interviewpartnerinnen gerne. Hast du eigentlich selber Erfahrung mit dem Thema Alzheimer irgendwie, dass du. Ja, also durchaus, ich kenne dieses Thema der Demenz aus der Richtung meines Vaters. In der Familie kommt es auch vor und ja, ist leider immer ein großes Thema und immer auch sehr intensiv für alle Beteiligten. Ja. Ja, also es ist immer wieder, für mich ist es immer wieder faszinierend, wie viele Leute halt sagen, ja, kenne ich, ja, habe ich im Umfeld, ja. Also man merkt, die Dunkelziffer ist einfach da viel, viel höher, vermutlich zumindest, ne? Und Ja. die Dunkelziffer derer, die nicht ordentlich atmen, die ist wahrscheinlich enorm hoch. Gut möglich, ja, Ja. das stimmt. Also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, warum Atemarbeit für Alzheimer-Prävention eine tolle Sache ist. Aber vielleicht hast du ja Lust, mal zu erklären, warum du als Expertin auch denkst, dass die beiden was miteinander zu tun haben. Ja, das Schöne ist natürlich, ich habe eine Studie gefunden, die genau dieses Thema verbindet, Alzheimer und den Atem. Und zwar ist diese Studie von der University of California. Die wurde da durchgeführt, um herauszufinden, inwieweit wirklich der Atem sinnvoll eingesetzt werden kann, um Alzheimer-Prävention zu betreiben. Und man hat da, ich glaube, 100 Personen getestet. Die Hälfte davon, die wurde getestet, also die durfte einfach meditieren und die andere Hälfte, die hat Atemübungen gemacht. Und man hat sie zweimal am Tag 20 Minuten atmen lassen. Wie, das erzähle ich dir gleich. Und hat dann jeweils immer das Blut gemessen und auch die Herzrate, die hat man gemessen. Und man hat festgestellt, dass die Gruppe, die geatmet hat, dieses besondere Eiweiß, was ja immer im Hirn abgelagert wird bei Alzheimer-Patienten, wesentlich weniger im Blut produziert hat und hat es somit praktisch in Verbindung gebracht, dass der Atem dafür zuständig ist, dass eben dieses Eiweiß nicht so stark produziert wird und empfiehlt jetzt wirklich den Menschen präventiv diese Atemtechnik, damit eben ja, sie länger gesund bleiben können. Jetzt ist diese Atemtechnik ja auch ein ganz tolles Stressmanagement und wir haben schon allen erklärt, ne, Stressreduktion für alle Frauen rund um die Wechseljahre, ganz großes, ganz wichtiges Thema. Insofern platze ich natürlich jetzt fast vor Neugierde, welche Atemübung das denn war, die getestet haben, weil das ist ja, glaube ich, auch Teil deiner Atemarbeit, Richtig, richtig? ist total einfach diese Atemübung und ich nutze die auch, wenn ich mit meinen Kunden arbeite. Und ich sage immer Gebetsatmung dazu, Aha. weil diese Atmung wurde früher oder wird immer noch in den Mantren verwendet und auch in diesem alten Ave Maria, dem lateinischen Ave Maria, ist dieser Rhythmus verwendet worden, diese Atmung. Und zwar atmet man da praktisch 5,5 Sekunden ein
und 5,5 Sekunden aus. Und das gibt ziemlich genau 5,5 Atemzüge pro Minute. Ah, okay. Also das ist so, man atmet da wirklich verbunden. Das heißt, man atmet ein und aus, ohne oben oder unten den Atem zu halten. Und ich kann das gerne mal vormachen. Ich mache das immer so, ich zähle da meistens bis 6. Das ist ein bisschen einfacher zu zählen. Und meistens zähle ich auch etwas schneller, als die Sekunden wirklich sind. Und dann atme ich ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, aus. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay. Und zwar ist es immer so, dass ich in den Bauch einatme, zuerst den Bauch fülle, dann die Brust fülle, praktisch auch die Rippen ein bisschen spreize dann mit dem Atem. Und wenn ich dann oben bin, sanft wieder aus. Dass es praktisch wie so eine rollende Bewegung gibt. Und wenn man das länger hintereinander macht, ist das ja eigentlich meditativ und wirkt eben auf diese Herz-Hirn-Kohärenz. Das Genau. ist doch auch in der Wim Hof-Atmung In der die Wim ganz ähnlich, oder? Hof-Atmung, Also diese Welle da zumindest. wird intensiver geatmet. Also da wird zwar auch rund geatmet, aber wesentlich aktiver. Und da wird eher der, also jetzt geht ja ganz, ganz viel übers Nervensystem. Und da wird dann bei der Wim Hof-Atmung wirkt eigentlich intensiver der aktive Part, dieser Sympathikus aktiviert. Genau. Ach so, okay. Das heißt, wir machen jetzt quasi die gleiche Welle. Ja. Aber wir machen sie Wir machen sie ruhiger, sanft, sanfter, ruhig, genau. entspannter. Okay. Genau. Und dadurch kommen wir in diesen Flow und eher in diesen ja, parasympathisch entspannten Teil. Okay, und Ja. wie lange würde man das dann jetzt machen? Würde man das dann nur eine Minute lang machen oder? Also in der Studie hat man es zweimal am Tag 20 Minuten gemacht. Aber Okay. man kann auch zwischendurch, gerade wenn man sich mal entspannen will, wenn man sich runterholen will, wenn man gerade irgendeine stressige Situation hatte, kann man dann durchaus auch einfach mal 10 Atemzüge so machen. Also das kann man immer einbauen, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Das kann man wirklich, egal wo man ist und mit wem man ist, das fällt auch gar nicht auf, wenn man das dann macht. Natürlich, reden ist ein bisschen schwierig dabei dann in dem Ja, Moment. genau, wollte ich gerade sagen. Ja. Was wäre denn so ein Minimum an Atemzyklen, wo du sagen würdest, wenn man das jetzt mal so zwischendurch machen will, das wäre schon gut. So, gibt es da so ein Minimum, dass du irgendwie sagst, keine Ahnung, mach das mindestens fünfmal, Ja, achtmal? also zehnmal. Zehnmal würde ich Zehnmal. es dann schon am Stück machen. Genau. Sollen wir das mal einmal machen, damit alle, die jetzt den Alzheimer-Präventionskalender aufgemacht haben, sich einmal diese Atmung gönnen können? Das können wir machen. Wir könnten natürlich auch noch eine intensivere Atemübung machen, Oh. die auch sehr, sehr intensiv und interessant auf das Gehirn wirkt, wenn du Ja, möchtest. Ist gerne, das ein erzähl. bisschen so Richtung Wim Hof, ja? Ja, okay. Also da ist es wirklich so, dass wenn ich mich fokussieren will und wirklich klar sein möchte, dann kann ich diese intensive Sympathikus aktivierende Atmung machen. Wenn wir zwei die jetzt machen, dann kann es allerdings sein, dass die im ersten Moment ein bisschen schwindelig wird. Da atmen wir tief in den Bauch ein, zuerst in den Bauch, dann in die Brust. Und dann lassen wir den Atem ausfallen. So, das geht so. Ach so. Genau. Und ich erkläre aber noch weiter, damit du das rund Ja, wenn man das zu doll macht, dann okay, ich sag noch mal, ich erkläre aber noch. Genau. Und das kann man ungefähr so 9 Zyklen machen. Und beim 9. Mal atmen wir einfach ganz tief ein, halten den Atem. Oben, also beim Einatmen halten und drücken den Bauch so ein bisschen raus und in dem Moment kann es sein, dass es dir schwindelig wird. Also passiert natürlich da auch ein Druck, passiert ein Druck in das Gehirn, in den Körper hinein natürlich schon. Also wenn man Bluthochdruck hat oder Schwierigkeiten mit Glaukom oder so, sollte man das nicht so intensiv machen. Aber wenn man da keine Probleme mit hat, ist das ohne weiteres möglich. Und der Vorteil dieser Atemübung ist, dass ganz viel Sauerstoff ins Gehirn gelangt. Ja? Also es ist so, wenn man 45 Sekunden bis 60 Sekunden die Luft anhält, hat man eine halbe Stunde danach, also wenn man wieder normal atmet, immer noch 300% mehr Blutzufluss zum Gehirn.
Also das heißt Sauerstoffversorgung wesentlich besser und natürlich die gesamte Nährstoffversorgung besser. Das ist Und interessant, die CO2-Toleranz zu trainieren. Also ja, genau. Atem anhalten heißt im Prinzip CO2-Toleranz trainieren. Das haben, glaube ich, gar nicht so viele Leute auf dem Schirm. Aber das ist wirklich ja so, dass die Leute, also das hat man wiederum auch in Studien gezeigt, die eine besonders hohe CO2-Toleranz haben, besonders resilient sind und besonders Richtig. gut mit Krisensituationen So umgehen ist es, können. genau. Deswegen auch perfektes Stressmanagement der Atem. Und wir können das ja auch trainieren. Also wir können uns wirklich trainieren. Wir können diese CO2-Toleranz erhöhen. Und gerade Menschen mit Angst- und Panikzuständen, die haben diese CO2-Toleranz viel zu niedrig. Und wenn die natürlich trainieren, ja, wie du sagst, steigt die Resilienz. Ich mache das tatsächlich manchmal in meinen Seminaren, dass ich die Leute mal bitte, die Atem, also die Luft anzuhalten und die dann time. Und es gibt wirklich Menschen, die nicht länger als 20 Sekunden die Luft anhalten können. Und dann weißt du gleich, wenn du jemanden hast, der das nur so, der nur so kurz die Luft anhalten kann, dann ist da definitiv Bedarf, da ein bisschen dran zu arbeiten. Ne? Ja, absolut. Ja. Vielleicht können wir noch einmal kurz erklären, warum diese zwei CO2-Toleranz dafür sorgt, dass wir stressresistenter werden. Vielleicht für die Leute, denen jetzt der Mechanismus nicht so klar ist, warum das so ist. Der Atem ist ja letztendlich abhängig vom CO2 und nicht vom O2. Genau, Der nicht O2-Gehalt, vom also O2. Sauerstoffgehalt, ist ja immer gleich, mehr oder weniger gleich im Blut. Und es nützt auch nichts, wenn wir jetzt ganz, ganz viel Sauerstoff zu uns nehmen. Normal, das verändert das nicht. Ja, genau. Was es verändert, ist eben der CO2-Gehalt im Blut. Und wenn ich den CO2-Gehalt, der im Blut ist, wenn ich zu viel ausatme, habe ich zu wenig CO2 im Blut. Und dadurch funktioniert der Sauerstoffaustausch im Körper nicht richtig. Das heißt, es kommt nicht genug in die Zellen und in die Ge also Gewebe und Organe hinein. Und wenn ich jetzt den CO2-Level höher habe und also im Blut höher habe, dann ist es einfacher für das Blut, den Sauerstoffaustausch stattfinden zu lassen an der Okay. Zelle direkt. Ja, okay. Ja, genau. Ja? Das ist nämlich der Also wir interessante Faktor, dass die meisten Leute immer meinen, es wäre genau andersrum. Also Ja. der Atemreflex wird ausgelöst durch das Level des Ja, CO2, richtig. nicht durch den Ganz Sauerstoffgehalt. genau. So. Ja. Und das Ganze ist dann stressreduzierend beziehungsweise gut für den Körper, weil wenn CO2 genug im Blut ist, also in dem richtigen Verhältnis sozusagen, dann kann auch der Sauerstoff gut in die Zellen Ja, genau. und dann ist der Körper glücklich und Dann zufrieden. ist er glücklich und zufrieden, so ungefähr. Und das ist gerade eben bei Angst, und Panikattacken oder auch bei Asthma-Patienten ist es halt so, dass die chronisch zu wenig CO2 im Blut haben. Und die Toleranz ist dann viel zu niedrig. Und dann wollen die atmen, ja, also die denken, die müssen atmen und atmen dann zu viel und atmen dann gleichzeitig wieder zu viel aus. Also es Deshalb ist wie so ein diese Kreislauf. Nummer, mit der Papiertüte, wo dann Ja, irgendwie genau. man so Ja, genau. zwangsläufig den Deswegen die Sauerstoffgehalt Papiertüte, senkt. weil dann kommt natürlich das CO2 wieder rein. Ja, alles klar. Geht aber auch ganz einfach anders, indem man etwas einatmet und lang ausatmet. Wirklich, Genau. da gibt es ja auch diese 4-7-8-Atmung oder 4-4-8-Atmung. Das musst du erklären. Ich weiß, was du damit Ja, meinst, aber genau. vielleicht nicht jeder, der zuhört. Weiß wahrscheinlich nicht jeder, das ist richtig. Ich mache gerne 4-4-8-Atmung, weil das ist für mich so ein schöner Rhythmus. Also ich atme da 1, 2, 3, 4, halte 2, 3, 4, aus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau. Und das dann einige Male hintereinander. Das heißt, Und wie lange halte ich unten auch 8 oder? Wenn du, ja, bei 8, nach 8 atmest du wieder ein. Ach so, ohne Pause. Ah, okay. Da brauchst du keine Pause. Ah ja, okay, weil ich kenne die tatsächlich als Blockatmung Ja, genau, das sozusagen. gibt's auch noch. Ja, die Ja. Blockatmung kannst du auch machen. Ja, da kannst du dann, ja, es gibt so viele Atemtechniken. Da kann man wahrscheinlich auch selber einfach mal die ausprobieren und dann für sich feststellen, so welche tut mir am besten, ne? Das Ist ist total wahrscheinlich der wichtig. Trick bei der Ja, Sache. ist total wichtig, weil jedem liegt ein bisschen was anderes.
Genau. Deswegen habe ich zum Beispiel gesagt, ich atme am liebsten 4, 4, 8. Also halte oben die Luft an nur für 4 Sekunden. Andere machen das für 7 Sekunden. Ja, ich mag immer gerne den Rhythmus in so einem Ding. Da kann ich schön erzählen. Ja, Ja. genau. Ja, ich finde ja auch der zweite tolle Aspekt bei diesen Atemübungen, wenn du so dieses Zählen, Ein- und Ausatmen hast, du bist ja so beschäftigt mit Zählen und Ein- und Ausatmen, dass du ja an gar nichts anderes denken kannst. Das macht das Ganze ja so entspannend, ne? Das ist der zweite positive Effekt dabei, genau. Ja, das ist Man total ist geil. beschäftigt mit Zählen und nicht mit Denken. Ja, Kommt man auch genau. schneller aus der Angst. Ja, ist auch übrigens eine Art der Meditation, wo immer alle Leute sagen, ich kann nicht meditieren, sage ich immer, doch, doch, pass auf, ich zeig dir mal was, was du durchaus kannst. Das ist nämlich auch Meditation, ja. Also, dass Ja, man einfach genau. das schafft, dann an der Stelle da Ja. oben mal die Denkzentrale auszuschalten. Genau. Richtig. Die Abwesenheit von Sauerstoff ist häufig Ursache für Erkrankungen, beziehungsweise, wenn wir es auf die Spitze treiben, für unseren Tod. Das heißt, Ja. wenn der Sauerstoff nicht mehr kommt, sei es, weil keiner mehr da ist oder weil der Körper ihn nicht mehr aufnehmen kann oder weil, ne, die Liste ist lang, dann stirbt dieser Organismus hier. So. Und dieses bewusste Zuführen von gleichmäßiger Atmung und so weiter auch irgendwie dieses bewusste, ich tue meinem Körper was Gutes durchatmen, das macht meiner Meinung nach auch ganz viel mit der Psyche, dass ich also weiß, so, okay, ich tue mir jetzt und meinem Körper da jetzt wirklich was Gutes. Ja. Es ist so selbstverständlich für uns, ne? Wir machen uns viel mehr Gedanken über die Ernährung als über die Atmung. Ja, und letzten Endes ist eigentlich, muss man viel früher anfangen. Also es ist wichtig, dass wir gut atmen, damit wir auch gut ernährt sind. Ja? Wir können zum Beispiel auch nur gut verdauen, wenn wir entspannt sind. Also auch da länger ausatmen. Vielleicht auch deswegen früher die Gebete vor dem Essen, dass man sich wirklich zur Ruhe begibt. Und wenn es nur für, was weiß ich, 4, 5, 6, 7 Atemzüge ist, kurz ein, lang aus und ganz bewusst in die Entspannung gehen und dann essen. Weil wenn wir nämlich entspannt sind, können wir auch die Nährstoffe wesentlich besser aufnehmen. Ja. Das ist so genial, ne? Wie immer alles Ja. zusammenhängt. Das Ja. begeistert mich immer wieder aufs Neue. Total. Ja, sehr schön. Also wir haben gesagt, wir haben einmal diese Wellenatmung, ganz sanft, die wir machen können. Oder wir können diese Genau, die könnten wir ja noch machen, ne? Atmung machen, genau. Ja. Und dann vielleicht kannst du das mal anleiten für uns. Das fände ich Ja, ganz toll. sehr, sehr gerne. Also, wir setzen uns schön gerade aufrecht hin. Dann die Füße auf dem Boden, am besten nebeneinander. Nimmst einfach erstmal 2, 3 Atemzüge in deinem Atemrhythmus. Du kannst gerne die Augen schließen und einfach ein bisschen bei dir ankommen. Eben mal deinen eigenen Rhythmus spüren des Atems. Und dann können wir beginnen. Und zwar atmen wir durch den Mund. Wir atmen durch den Mund zuerst in den Bauch, dann in den Brustkorb und dann lassen wir den Atem ausfallen. Das geht so. Bauch rausdrücken halten, so lange wie es dir geht. Gerne schlucken dabei, dann geht es ein bisschen leichter. Dann formst du nachher deinen Mund zu einem kleinen O und lässt langsam
Die Luft ausströmen. Das ist mir jetzt wirklich ein bisschen schwindelig geworden. Genau. Das ist Das kannst du aber einmal normal. machen. Das kannst du aber auch dreimal hintereinander machen. Und Okay. das ist wirklich klasse, auch wenn du mal irgendwie eine Besprechung hast, ja, oder irgendein wichtiges Date, sage ich mal, irgendein Ding, wo du dich gerade mal richtig konzentrieren musst. Mach diese Atmung, drei Atemrunden durch. Du wirst sehen, du bist wirklich viel wacher, viel klarer, viel fokussierter. Dieser Schwindel ist auch nicht schlimm. Also der kommt quasi bei allen, der ist gewollt. Das ist so, genau. Das ist aber auch ganz oft so, dass man im ersten Moment, weil man das nicht gewohnt ist, dann Angst kriegt, weil man nicht mehr weiß, wie der Körper jetzt reagiert. Der macht irgendwas, das fühlt sich nicht gut an, ne? Und irgendwann gewöhnt man sich aber auch daran. Ja? Es ist auch so eine Art von ja, Resilienztraining. Sehr, sehr cool. Ja, ich glaube wirklich, dass das Thema Atmen völlig unterschätzt wird. Völlig. Es aber gibt ich ja freue dann mich, noch dass du eine, dich darum kümmerst. ja, es gibt ja dann noch eine wundervolle Art zu atmen. Das ist eigentlich die, wie soll man sagen, Königsdisziplin. Ja, ist der transformative Atem, Okay. ja, wo du so intensiv atmest. Also man kennt das vom holotropen Atmen oder Breathwork. Also es gibt verschiedene Worte dafür. Ist alles ein ähnlicher Atem und zwar bist du da wirklich in einer Atemreise für mindestens 45 Minuten bis, weiß ich nicht, Stunde oder anderthalb, je nachdem, kannst du richtig intensiv atmen. Ähnlich wie das, was wir jetzt gerade gemacht haben. Die einen machen das über diese zwei Schritte, Bauch, Brust, ausatmen. Andere machen einfach wirklich diesen ganz tiefen, verbundenen Atem. Aber es geht wirklich um diesen verbundenen, tiefen Atem. Ständig ein- und auszuatmen in einem bestimmten Rhythmus. Und dadurch gelangst du irgendwann wirklich, also dein Hirn wird sozusagen ausgeschaltet, ja. Also dein denkender Verstand wird ausgeschaltet oder zumindest zurückversetzt. Und du kriegst einfach diesen Zugang zu deinem Unterbewusstsein. Und das ist auch mega interessant, weil du kommst irgendwann in diese Theta-Gehirnwellen. Ja, das ist ja dieser Zustand, den wir in Trance haben oder bei ganz tiefer Entspannung oder auch beim Träumen oder auch bei Kindern, ja, so ungefähr zwischen dem zweiten und siebten, achten Lebensjahr. Die sind noch in diesen Gehirnwellen hauptsächlich unterwegs. Und das ist eben der wirklich dieser Bereich, wo es immer direkt ans Unterbewusstsein geht. Und wenn du so intensiv atmest, dann kann natürlich sich da ganz, ganz viel lösen. Ja, du kannst an deine Glaubenssätze ran, du kannst an deine Überlebensstrategien ran, du kannst wirklich Blockaden lösen, du kannst das Bewusstsein verändern, du kannst da ganz, ganz besondere Erlebnisse haben und wirklich auch ganz viel alten Ballast abwerfen und wirklich dieses ganz alte, das Gespeicherte, diese ganzen Blockaden und diese, ich sage jetzt mal, Schmerzzustände, die du im Körper trägst, in den Zellen noch gespeichert hast, kannst du in diesem Zustand loslassen. Sehr, sehr cool. Also, ja, ich sage ja, der Atem wird immer wieder vollkommen unterschätzt. Wenn ihr jetzt sagt, das, was die Tatjana Nadine da macht, das interessiert mich volle Kanone und ich finde die auch total sympathisch und ich möchte das unbedingt mit dir gemeinsam machen, dann findet ihr ihre Kontaktinformationen unten in der Videobeschreibung. Und ja, Tatjana, mir bleibt nur ganz, ganz, ganz herzlichen Dank zu sagen. Und gibt es auch eine Weihnachtsatmung, wie man Weihnachten besonders gut übersteht. Vielleicht, ich hatte mal gehört, man kann mit dem Atem auch die Abnahme fördern. Ja, genau. Vielleicht müssen wir da noch mal über so ein Habe ich auch Special schon mal gehört. nachdenken. Also wir atmen ganz intensiv, atmen wir uns durch Weihnachten durch. Genau, weil dann nehmen wir kein Gramm Und zu. Weil Fakt ist ja auch, wenn man das mal häufiger macht, das heißt nicht umsonst Breathwork, ja, also Atemarbeit. Weil das ist anstrengend. richtig, ja. Das ist, also ich, wenn ich das mal, wenn ich mal die Zeit habe und wirklich bewusst mache, ich merke immer, boah, kommst echt ganz schön ins Schwitzen auch. Also, Ja, durchaus. ja, Es ist spannend. Arbeit und es ist natürlich vor allen Dingen, wenn man lange atmet, kommt man oft an so einen Punkt dran, wo es zur Arbeit wird, weil da natürlich
die bewusste Gedankenstruktur versucht, einen ein bisschen da wieder von wegzuholen, weil es ja unangenehm, ja, ist ja gerade nicht so schön. Da muss man über was drüber, was man ja nicht so gerne möchte. Deswegen ein bisschen Arbeit, aber sobald man über den Punkt drüber ist, tut es einfach gut. Genau. Das Paradies ist immer auf der anderen Seite von Schmerz, hat mal irgendjemand gesagt. Ja, das Ich ist weiß so. gerade nicht mehr, wer es war, aber es war jemand ganz Bekanntes. Falls ihr wisst, von wem der Spruch ist, schreibt den schnell in die Kommentare, bitte. Dankeschön. Ja. Tatjana, danke, danke. Und Danke dir vielmals, ja. wir atmen uns jetzt gemeinsam durchs Leben, denn Atmen ist Leben und Atmen ist eine tolle Art der Alzheimer-Prävention. Danke, danke, danke und eine schöne Weihnachtszeit wünsche ich dir. Danke, auch für dich und für deine Lieben. Mach's gut, Barbara. Ciao.